liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zurück zu Wer weiß denn sowas? Der Show mit Fragen, die keine Sau gebrauchen kann. Heute geht man natürlich wieder voll zum Bernie. Und fange voll um. Ich bin gespannt, ob wir wieder alle zwei mit 0 Punkte rausgehen. Letzte zwei Shows, alle 0 Punkte. Heute bei Wer weiß denn sowas? Bernhard Hoeker und Elton. Warum habe ich eigentlich immer so verdammt wenig Zuschauer hingegeben? Kann man jetzt mal irgendwie verraten? Alles Kretze. Herzlich willkommen. Endlich sind wir zurück mit Wer weiß denn sowas? Wussten Sie eigentlich, dass jedes Land die Farbe für seinen Reisepass selber wählen darf? Oh. Unglaublich. Wir haben zwei wunderbare Teams, die heute hier gegeneinander spielen. Ihr solltet euch heute hier voll reinhauen, denn die Menschen hinter euch, die erwarten natürlich wieder einen satten Pro-Kopf-Gewinn. Wir schauen mal auf die Publikumsverteilung. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. Lass mich raten, 150. Nichts Neues. Und das Team Elton. Zwölf Fragen, sechs mit jedem Team. Für jede richtige Antwort 500 Euro und zwei Publikumsjoker. Für jeden Team eins gibt es natürlich auch. Jetzt geht's los. Hier ist unsere Wand. Das sind die heutigen 12 Kategorien. Big 17 im Grünen. Damals. Clever, Essen und Trinken, Frankreich. Unser Körper, total genial, tierisch. Rühr tierisch, tierisch an den Auder. Und zum Wohl. Das Team, das mehr Menschen hinter sich versammeln konnte, darf die erste Kategorie auswählen. Welche Kategorie soll es denn zur Eröffnung sein? Was hältst du von total genial? Total genial finde ich super. Das Schnäbel, ja. Wir nehmen total genial. Was kann aus zwei Plastikflaschendeckeln, einer Schnur, Heißkleber und einer Schraube gebastelt werden? Lautsprecher B. Ventilator oder C. Jojo. Sag mal, könnte es Plastikflaschendeckel, das ist doch mit Sicherheit irgendwie was. Das ist ein kleines Ding. Also ich würde C sagen, definitiv Jojo. Also B auf gar keinen Fall. Wir nehmen A. Das ist doch falsch. Wir werden es sofort überprüfen. Guck dir doch mal aus den Deckeln von zwei Trinkjoghurtflaschen, einer Schnur, Heißkleber und einer Schraube lässt sich ein beliebtes Spielzeug basteln. Die zwei Deckel mit der flachen Seite aneinander halten und die Schraube durch die Mitte beider Deckel bohren. Die Deckel bis zum Rand mit Heißkleber füllen und aushärten lassen. Anschließend die Schnur um die Mitte der Deckel festziehen und einwickeln. Fertig ist das Jojo. Es bleibt bei 0 Euro. Das war doch ganz klar. Was soll eure erste Kategorie sein? Ganz klar. Ihr wisst Bescheid. Ja, da sind wir uns auch einig. Ja. Der zu den Rabenvögeln zählende Tannenheer A. merkt sich bis zu 6000 Verstecke und deren Inhalt. B. nutzt die Duftspur von Ameisen bei der Futtersuche. Und C. verwendet den Hut von Steinpilzen zur Tarnung vor Feinden. Ach du heilige Scheiße. Rabenvögel. Die sind ja nicht besonders groß. Boah, merkt sich bis zu 6000 Verstecke und deren Inhalt. Alter, da müsste ja richtig verdammt gutes Gedächtnis haben, dass der sich 6000 Verstecke merken kann. Also das kann ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen. Nutzt die Duftstoffe von Ameisen bei der Futtersuche. Duftspur, Entschuldigung. Verwendet den Hut von Steinpilzen zur Tarnung von Feinden. Alter, ein Steinpilz ist ja nicht besonders groß. Das heißt, wenn der den Hut verwenden würde, dann müsste das ja ein verdammt kleiner Vogel sein. Und das kann ich mir bei Raben... Entscheiden? Halt die Schnauze, du Punk! Und das kann ich mir bei
Stein bei Rabenvögeln ums Verrecken nicht vorstellen. Also bleibt doch eigentlich nur noch Antwort B übrig. Aber mal gucken, was unser Freund Bernie dazu sagt. Ja, da sind wir uns auch einig. Oha. Ich habe das noch nie gehört. Ich auch nicht. C würde ich vom Gefühl irgendwie ausschließen. Also der sagt A. Es kann natürlich sein, ja, aber 6000 Verstecke, das ist halt ein Wort, ne? Das muss ja ein verdammt schlauer Folge so, Vogel sein. Naja. Wir nehmen A. Ich höre mal wieder auf den Birdie. Ihr nehmt A. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Der Tannenheer lebt in nadelwaldreichen Gegenden und versteckt seine Wintervorräte im Boden. Dabei merkt er sich nicht nur den Ort, sondern auch, was er wann versteckt hat. In Experimenten konnte gezeigt werden, dass Tannenheer, die Nüsse und tote Würmer vergraben hatten, nach einigen Tagen nur noch die Nussverstecke aufsuchten und nicht mehr die mit den inzwischen verdorbenen Würmern. Bis zu 6000 verschiedene Verstecke kann sich ein Tannenheer pro Jahr merken. Die ersten 500 Euro! Der erste 500 Euro! Ja, Mann! So, weiter gehen wir. Nehmen wir Pflanzen? Ja, ich bitte. Pflanzen nehmen wir. Was lässt sich aus Wasserhyazinthen herstellen? Insektenbekämpfungsmittel, B, Flechtmöbel oder C, Pflegecremes? Gottes Willen, dazu müssten wir erst wissen, was das für ein komisches Ding ist. Ich glaube, es ist C. Sag mal, was sagst du zu A? Das glaube ich nicht. Was hältst denn du von B? Also B halte ich für komplett ausgeschlossen. Wir nehmen C. Ihr sagt C. Wir schauen jetzt gemeinsam auf die Lösung. Die dickstielige Wasserhyazinthe ist eine schnell wachsende Wasserpflanze aus dem tropischen Südamerika, die sich seit dem 19. Jahrhundert weltweit verbreitet. Das entstandene Überangebot nutzt man zur Fertigung von Naturfasern. Dafür trocknen die Stiele in der Sonne, um Schädlinge zu entfernen und das Material natürlich zu konservieren. Anschließend werden die Fasern zu ökologisch abbaubaren und pflegeleichten Möbeln oder anderen Flechtwaren verwebt. Oh. Es bleibt erstmal bei 0 Euro, aber das heißt noch gar nichts. Nächste Kategorie. Oh Gottes Willen. Oh ja, ich glaube, wir nehmen mal. Das hatten wir noch nie, die Kategorie. Also nehmen wir das mal. Ja, da sind wir uns auch einig. Ja, genau. Das bei der Reifung von Sherry angewandte Solera-System führt dazu, dass die so hergestellten Getränke A. nach der Abfüllung im Freien zwischengelagert werden müssen, B. aus vielen verschiedenen Altersstufen bestehen oder C. mehr Alkohol enthalten als vor der Reifung. Also Sherry ist ja, glaube ich, ein Weinbrand, wenn ich mich jetzt alles nicht täusche. Anders da wie bei Whisky, wenn Wein, glaube ich, nicht so lang gelagert. Weil Whisky wird ja mehrere Jahre gelagert, bis der richtig sitzt, beziehungsweise bis er richtig passt und fertig ist. Könnte ich mich natürlich enttäuschen. Aber andererseits, Weinbrand und Ding, ich weiß nicht, ob der großartige Unterschied ist von Whisky und Wein. Es kann natürlich sein, dass so lang, bis der fertig gereift ist, es kann ja sein, dass es auch 3, 4, 5 Jahre dauert, bis so ein blöder Weinbrand fertig ist. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Oh, geh mir nicht auf den Sack, Mann. Dass es auch 3, 4, 5 Jahre dauert, bis der Weinbrand fertig ist, sozusagen dann vielleicht auch dementsprechend Alkohol verliert während der Reifung. Also muss vor dem Ding mehr Alkohol drin sein wie im Ding. Also hört sich für mich schon
ziemlich logisch an. Aus vielen verschiedenen Altersstufen bestehen. Ah, das glaube ich nicht. Also beim Whisky sagt man doch, umso älter er ist, umso besser. Aber bei Wein doch nicht, oder? Ach, der Abfüllung im Freien zwischengelagert werden müssen. Ich keine Ahnung. Mal gucken, was der da dazu sagt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin für B, da bin ich mir relativ sicher. Der ist für B, er ist sich relativ sicher. Ja, nee, ist klar. Also C kann es doch nicht sein, oder? Was denn? Mich lacht das C einfach an, also für mich hört sich das irgendwie am logischsten an. Deswegen, ich nehme C. Alles klar, wir haben C eingeloggt. Wir schauen, ob das auch wirklich, wirklich, wirklich stimmt. Solera ist Spanisch und bedeutet am Boden liegend. Bei der Reifung von Sherry bezieht sich dies auf die untere Fassreihe. Darüber liegen meist 2 bis 6 weitere Reihen, die Criaderas. Die Soleras enthalten den fertigen Sherry. Pro Abfüllung wird allerdings nur maximal 1/3 davon entnommen. Die Fässer werden dann mit dem Inhalt der nächst oberen Reihe wieder aufgefüllt, diese wiederum mit dem Inhalt der Reihe darüber und so weiter. Die obersten Criaderas erhalten eine Auffüllung mit jungem Sherry. Die mit dem Solera-System hergestellten Getränke bestehen also aus vielen verschiedenen Altersstufen. Traditionell dient es der Qualitätssicherung. Ach, sowas soll man wissen. Es bleibt bei 500 Euro. So, wie machen wir denn weiter hier? Im Grünen. Spricht mich an. Nimm es doch einfach. Wir nehmen im Grünen. Das Einritzen eines Herzens oder eines Namens in die Rinde eines Baumes. A. Stärkt die Immunabwehr des Baumes. B. Hemmt das Wachstum des Baumes um 20%. Oder C. Schadet dem Baum, da Pilze leichter eindringen können. Wie stehst denn du zu A? Ja, lock das ruhig ein. Sag mal, fällt dir zu B was ein? Also das glaube ich nicht. Also dann nehmen wir A. Das dürfte eigentlich nicht sein. Und egal, welche Antwort jetzt richtig ist, wir bekommen auf jeden Fall spektakuläre Bilder. Das Einritzen von Herzen oder Namen in die Rinde eines Baumes erhöht das Risiko, dass dieser erkrankt. Laut dem Naturschutzbund Deutschland e.V. können schon durch kleine Wunden Pilzsporen oder andere Schädlinge eindringen, die den Baum sofort oder sogar noch in 10 Jahren schädigen. Je nachdem, wo sich der Baum befindet, handelt es sich dabei außerdem um Sachbeschädigung oder um einen Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz. Es bleibt bei 0 Euro. Komisch, so Frage kriege ich nicht. Ne? Wir machen weiter. Sieh zum Heulen. Essen, trinken, unser Körper im Urlaub, Trick 17. Clever damals. Boah, echt gute Frage. Wie sieht's damit aus, Bernie? Darf ich jetzt damals haben? Ja, darfst du. Wie konnte die Bibliothek von Alexandria zur größten Schatzkammer des Wissens in der Antike wachsen? Die Bürger konnten ihre Steuern mit Schriftrollen begleichen. B. Die Stadt gründete 6 Universitäten und lockte Autoren an. Oder C. Alle einlaufenden Schiffe mussten ihre Schriftstücke abgeben. Ja, das wäre ja irgendwie zu einfach, Antwort C, oder? Wenn alle einlaufenden Schiffe ihre Schriftstücke abgeben müssten. Also das wäre irgendwie ein bisschen euch einfach weg. Stell dir mal vor, das wird jeder machen, Alter. Alter, ich weiß nicht, Alter. Die Stadt gründete 6 Universitäten und lockte Autoren an. Ne? Das könnte sein, ja, aber... Die Bürger konnten ihre Steuern mit Schriftrollen begleichen. Das ist echt eine verdammt gute Frage. Das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Also ich eigentlich auch, ja. B würde ich ausschließen. Wäre im Moment mein Favorit. Der sieht ausgerechnet und Antwort C. Boah, Alter, ich weiß nicht. Das klingt mir zu einfach. Ich kann mir nicht helfen. Das kann doch nicht eingehen.
wenn irgendwo ein Schiff anlegt am Hafen, dass die erste, wo alle Schriftstück abgeben müssen. Also, das ist doch absolute Bullshit, oder? Also, ich kann mir das nicht vorstellen, sorry, aber. Okay, wir nehmen das Publikum. Wir nehmen das Publikum. Wer glaubt, hier helfen zu können? Stehen Sie ruhig auf. Ich glaube nicht, dass das Antwort C ist. So, wer soll es beantworten? Leider, aber. Und Sie glauben, das beantworten zu können? Ja, ich glaube schon. Also Antwort C, würde ich sagen. Darüber habe ich mal was gelesen. Ja, leck mich doch am Arsch, jetzt bin ich mal fertig. Ja, also wir loggen C ein. Okay. Gucken wir doch mal auf die richtige Antwort. Die Bibliothek von Alexandria entstand Anfang des 3. Jahrhunderts vor Christus. Schon kurz nach der Gründung betrug ihr Bestand schätzungsweise 400.000 Schriftstücke. Im Laufe der Zeit sollen 300.000 weitere Dokumente hinzugekommen sein. Berichten zufolge mussten alle im Hafen einlaufenden Schiffe ihre mitgeführten Schriftrollen abgeben. Diese wurden von Schreibern kopiert. Allerdings erhielten die Eigentümer nur die abgedruckten Schriftstücke. Die Originale blieben im Besitz von Alexandria. Was man hier alles lernt, oder? 1000 Euro. 500 sind gerade dazugekommen. Die machen wir bei euch beide. Entscheiden wir uns für clever. Wollen wir mal mit den Haushaltstipps anfangen? Clever nehmen wir. Haushaltstipps. Um ein leeres Gasfeuerzeug leichter nachfüllen zu können, empfiehlt es sich, es zuvor in den Kühlschrank zu legen, B, die Gasflasche vorher zu schütteln oder C, vorher mit einer Nadel in die Nachfüllöffnung zu pieksen. Eventuell B? Also B auf jeden Fall ausschließen. Also B ist definitiv falsch, aber das mit in den Kühlschrank legen, mein ich, hätte ich schon noch mal gehört. Was drinne, dann dehnt sich das doch aus. Obwohl, nee, Moment mal, Kälte, das zieht sich zusammen, das dehnt sich ja nicht aus. Und vielleicht ist dann tatsächlich mehr Volumen irgendwie da drinnen und dann kannst du es leichter da rein. Ja, wir nehmen A. Das hätte Antwort ich aufgenommen. A. Wir haben es eingeloggt. Hier ist die Lösung. Um Kosten zu sparen und die Umwelt zu schonen, ist es empfehlenswert, ein leeres Gasfeuerzeug aufzufüllen, anstatt ein neues zu kaufen. Damit das Feuerzeug nicht unter Druck steht, sollte es komplett leer sein. Noch leichter geht das Nachfüllen, wenn das Feuerzeug vorher für ungefähr eine halbe Stunde in den Kühlschrank gelegt wird. Durch die Kälte entsteht ein Unterdruck. Das Flüssiggas kann nun leichter eingefüllt werden. €500 haben wir eurem Konto gut geschrieben. Ihr hattet jetzt ja ein bisschen Zeit, euch die nächste Kategorie auszusuchen. Ach je, Mine. Oh, gefährlich. Gefährlich? Willst du mich verarschen? Ja, was soll ich denn sonst nehmen? Du Affe. Ich nehm dir nicht die blöde Franzose. Was sind wir denn? Das ist doch gut. Gut, was nehmen wir denn? An Fußsohlen und Handinnenflächen ist Sonnenbrand unwahrscheinlich, weil A. die Hautzellen dort mehr Melanin bilden, B. mehr Schweißdrüsen vorhanden sind oder C. die Hornhaut dicker ist. Ich wollte es gerade sagen mit der Hornhaut. Ich wollte es gerade sagen. Also, da bleibt ja für mich eigentlich nur noch C übrig, Alter. Ich hab mir's echt gedacht, dass. Aber ich weiß nicht, die Hornhaut, ob man da dann Sonnenbrand kriegt. Ich, keine Ahnung. Aber das hört sich für mich echt fußsohlig. Ja, da ist Hornhaut. Aber hier, da ist doch Handinnenfläche. Da ist doch keine Hornhaut. Mehr Schweißdrüsen vorhanden sind. Was ich weiß nicht, also, ey. Beim ersten Hören war A das erste, wo ich dachte, ah, das kann ich mir vorstellen, allerdings waren da B und C noch nicht genannt. Das glaube ich nicht. Ich meine, C schließen wir aus. Ich kann mir nicht helfen, aber das ist C. Ich tippe auf C. Tut mir leid. Wir nehmen C. Wir lösen es auf, es führt kein Weg dran vorbei. Wir lösen es auf.
Zum Schutz vor UV-Strahlen und einem schmerzhaften Sonnenbrand produzieren Hautzellen das Farbpigment Melanin. Fußsohlen und Handinnenflächen hingegen enthalten evolutionsbedingt keine melaninbildenden Hautzellen. Dafür ist durch die starke mechanische Beanspruchung die Hornhautschicht dicker als an anderen Stellen. Die kurzwelligen UV-Strahlen sind nicht in der Lage, die Hornhaut zu durchdringen. Deshalb ist Sonnenbrand an Fußsohlen und Handinnenflächen unwahrscheinlich. Ja, Mann! Also, 1500 Euro für euch. Der kann sich das nicht vorstellen. Vier Kategorien, und eine nächste für euch. Nehmen wir Trick 17? Bitte. Nehme ich sehr gern. Wir nehmen Trick 17. Das ist doch so eine blöde Kategorie. Ist eine gusseiserne Pfanne verrostet, sollte sie am besten A. umgehend entsorgt werden, B. mit Papier und Shampoo bearbeitet werden oder C. mit Pflanzenöl stark erhitzt werden? Wäre für dich B eine Möglichkeit? So. Keine Ahnung. Ich würde aber B ausschließen. Papier C, und Shampoo möglicherweise. Ha? Arbeitet werden. C ist eigentlich das plausibelste. Antwort A. Nee, glaube ich nicht. Die nehmen wir C. Gut, dann nehmen wir C. Okay, wir haben C eingeloggt. Aber die Frage bleibt: A, B oder C? Nur eine Antwort ist richtig. Ist eine gusseiserne Pfanne rostig, muss sie nicht entsorgt werden, sondern kann einfach von dem Rost befreit werden. Dafür Pflanzenöl mit einem Küchentuch in der Pfanne verteilen und den groben, lockeren Rost entfernen. Anschließend die Pfanne erhitzen, bis sich Rauch entwickelt und das Öl in die Pfanne eingebrannt ist. So löst sich der übrige Rost und kann mit einem Tuch entfernt werden. Zudem ist sie vor neuem Rost geschützt. 1000 Euro auf eurem Konto. Wir haben noch. Boah, alles Ready-Mine von den Fingern, das ist echt der Wahnsinn. Willst du es jetzt? Nein, nein, nein. Nee? Blöder Hund. Das ist doch ein Arsch, ey. Wenn wir Essen und Trinken nehmen, ist da drüben die Stimmung im Keller. Die bayerische Spezialität Obatzda wurde erfunden A. nachdem ein Wirt in Griechenland Tzatziki gekostet hatte, B. um alte Käsereste weiterverwerten zu können oder C. weil König Ludwig II. Französische Produkte verboten hatte. Gottes Willen. Mit Käse kenne ich mich hier überhaupt nicht aus. Nachdem ein Wirt in Griechenland Tzatziki gekostet hatte. Ich habe keine Ahnung, aus was Obatzda da genau besteht, also. Ich weiß nicht, ob da Tzatziki drin ist oder sonst was, also keine Ahnung, ey. Obatzda, ist das überhaupt französisch? Keine Ahnung, ey. Mal gucken, was der da dazu sagt. Wenn du A sagst, ich bin dabei. Aha, okay. B schließen wir aus. Okay. Dann wäre das quasi eine Alternative zu einem französischen Produkt. Welches französische Produkt gibt es, was dem Obatzden ähnlich ist? Gottes Wille. Also, ich nehme mal die Verantwortung auf mich. Wir sagen A. Und nehmt es. Ihr habt euch da sehr sympathisch auf A geeinigt. Hier ist die Antwort, und zwar die richtige. Obatzda ist eine bayerische Spezialität, die sich vor allem in Biergärten großer Beliebtheit erfreut. Die pikante Käsezubereitung entstand im Zuge der ersten Herstellung von Weichkäsen wie Camembert und Brie in Bayern vor etwa 150 Jahren. Ursprünglich war der Obatzda eine Möglichkeit, alte, überreife Käsereste weiter zu verwerten, wenn diese eine zu starke Ammoniaknote angenommen hatten. So, es bleibt bei 1500 Euro. Eine Frage noch für beide Teams. Ich bin für Frankreich. Was denkst du? Warum nicht? Frankreich
bitte. Tja, Bernie, jetzt kriegen wir doch unseren Urlaub. Der französische Begriff für eine besondere Art Kippfenster stammt von deutschen Besuchern. Ah, die sich beschwerten, sehr kalt hier. Die sich freuten, schön hell. Oder die sich fragten, was ist das? Wäre B möglich? Was zum Geier geht hier ab? Wie stehst denn du zu A? Gott, also für A würde ich ausschließen. Wäre C eine Option? Wie sicher bist du dir denn bei C? Gut, wir fragen das Publikum. Wir nehmen das Publikum. Das ist wieder aber die Frage. Wer weiß das? Ja, stehen Sie ruhig auf. Wenn Sie es wissen, stehen Sie auf. Also können auch mehrere sein. Zeigen Sie sich ruhig mal. So, wen nehmen wir? Du glaubst, die richtige Antwort zu wissen? Ich denke ja. Es kann eigentlich nur Antwort C sein. Das habe ich irgendwie schon einmal gehört. Ihr sagt C. Wir überprüfen das jetzt. Wir lösen das jetzt auf. Bei sogenannten Kämpferfenstern handelt es sich um spezielle, meist kippbare Fenster, die sich häufig über einer Haustür befinden. Das französische Wort leitet sich von deutschen Besuchern ab, die diese Fensterart Ende des 18. Jahrhunderts offenbar nicht kannten. Also fragten sie die Hausherren, was ist das? 1798 erschien die französische Abwandlung, was ist das? Das erste Mal in einem französischen Wörterbuch. €500 oben drauf, 1500 sind auf eurem Konto. Ich bin begeistert. Ihr kriegt noch eine Frage. Eine Chance habt ihr noch. Im Urlaub. Haftet ein Hotelbetreiber in Deutschland für die im Hotel geklauten Gegenstände eines Urlaubers? A. Ja, denn er nimmt gewerbsmäßig Gäste bei sich auf. B. Nur, wenn sich der Gegenstand im Hotelzimmer befand. Oder C. Nein, ein Hotelgast haftet grundsätzlich selber für seine Sache. Wow, das ist eine verdammt gute Frage. Das ist eine richtig, richtig gute Frage. Also normalerweise, wenn du was geklaut kriegst, bist du ja im Prinzip selber dran schuld. Sag ich jetzt einmal. Ob das Hotel dafür haftet, wenn einem Gast irgendwas geklaut wird, glaub ich, für mich hört sich irgendwie B am besten an. Nur wenn sich der Gegenstand im Hotelzimmer befand. Weil das ist ja im Prinzip, du hast es ja gemietet und bist da praktisch zu Gast bei denen. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Warst, halt die Schnauze, du Punk! Wenn du das was geklaut kriegst, direkt im Hotelzimmer, dann müssten sie normalerweise für haftbar sein. Weil du im Hotelzimmer hast du ja im Prinzip, bist du ja der Einzige, wo den Schlüssel für dieses Zimmer hat. Beziehungsweise das Hotelpersonal auch noch. Und sollte da jetzt irgendwas geklaut werden, müsste doch normalerweise das Hotel dafür verantwortlich sein. Also so sehe ich das. Deswegen sag ich Antwort. Das ist genau das, was ich mir vorstellen kann. Ja, Mann, du bist meiner Meinung. Das ist B. Definitiv. Dann nehmt ihr B. Und hier ist die Lösung. Das konnte sein. Deutsche Hotelbetreiber sind gemäß § 702 Absatz 3 BGB verpflichtet, besonders wertvolle Gegenstände zur Aufbewahrung zu übernehmen. Denn bei einem Diebstahl ist völlig egal, ob Gegenstände im Zimmer, am Pool oder im Speisesaal entwendet wurden. Wer gewerbsmäßig Gäste bei sich aufnimmt, haftet laut § 701 Absatz 1 BGB für den Diebstahl von Sachen seiner Gäste. Solange dem Gast keine grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann, muss der Hotelbesitzer, je nach geklautem Gegenstand, zwischen 800 und 3.500 Euro ersetzen. Der Gast muss den Hotelbetreiber aber unverzüglich über den Diebstahl informieren. Also es bleibt bei 1.500 Euro. Also wir haben einen Zwischenstand vor der großen Masterfrage, vor unserem großen Finale. Das Team Bernhard, 1.500 Euro.
das Team Elton, 1500 Euro. Beide Teams haben ja jetzt noch die Möglichkeit, den Betrag sogar maximal zu verdoppeln. Also es ist ja noch gar nichts entschieden, meine Damen und Herren. Wir kommen jetzt zur entscheidenden Frage. Wir kommen jetzt zum Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Europa. Das kann ja alles sein. Bitte macht jetzt euren Einsatz. So, beide Teams haben gesetzt. Hier ist die Masterfrage. In welchen beiden Ländern liegen die europäischen Kulturhauptstädte 2019? A. Zypern und Tschechische Republik, B. Italien und Bulgarien oder C. Belgien und Norwegen. 20 Sekunden habt ihr Zeit und die Zeit läuft ab jetzt. Also vom Gefühl her würde ich sagen, Italien ist definitiv dabei, von daher nehmen wir einfach Antwort B. Weil Rom ist schon echt eine Kulturstadt, also das ist definitiv. Wie viel Geld habt ihr gesetzt? Das Team Bernhard hat gesetzt. Ich seh's gut, es gibt das Team Elton. Oh nein. So, beide Teams haben ihren Tipp abgegeben. Sonst dreh ich dir in den Arsch. Und so haben sie getippt. Das Team Bernhard hat getippt auf Antwort B. Sag nichts Falsches. Das Team Elton hat sich entschieden für Antwort B. Schauen wir auf die Auflösung. Das Schwierige an dieser Frage ist, in all diesen hier genannten Ländern und genau diesen Kombinationen lagen schon europäische Kulturhauptstädte. Nur in unterschiedlichen Jahren. 2019 gibt es erstmals zwei europäische Kulturhauptstädte. Und das sind Matera, Italien und Plovdiv, Finnland. Schätzfrage. Eine Schätzfrage wird die Entscheidung bringen. Ich stelle euch eine Frage, das letzte Wort ist irgendwie nicht funktioniert. Also ich sag dann gleich, was ich denke, als bevor irgendwie. Und wer dann näher an der richtigen Antwort dran ist, der gewinnt. Seid ihr bereit? Dann ist hier die Schätzfrage an euch und die lautet: Bitte gebt jetzt euer Ergebnis ein. Um Gottes Willen. Wie geht denn das? Oh, leck mich doch am Arsch. Hier ist die Lösung. Das bedeutet, dass Team Elton gewinnt. Glückwunsch zu Team Elton. Herzlichen Dank. Schmeckt der Bild schon Hamburg? Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Tschüss, machen Sie es gut. Was sagt man dazu? Ich habe die zweite Schätzfrage auch versaut. Wunderbar, perfekt. Ich liebe sowas. Aber wir haben das mal wenigstens keine Nullrunde gehabt. Das ist schon mal in Ordnung. Das passt schon mal. Ja, es waren 3000 Euro. Das war nicht schlecht, aber die Schätzfrage. Halleluja, so gesagt. Was soll's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder, wenn es dann wieder heißt. Wer weiß das? Sowas. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, ciao mit V und bis zum nächsten Mal.